Heute erforsche ich die Gegend und finde ein Lebewesen. Es zieht meine Aufmerksamkeit an. Es ist ein Taraxacum. Man findet sie oft, da sie überall wächst. Hier können wir sie in seiner natürlichen Umgebung beobachten. Etwas Besonderes an ihrer Stimmung verändert sich. Zuerst sehen wir sie glücklich und lächelnd. 60 Sekunden später ist sie ein trauriges Desaster. Es könnte an dem Wetterwechsel liegen. Sie geht durch sonnige Tage und plötzlich durch regnerische. Charakteristika 1. Es ist egal, was du ihr antust. Si pudiera te golpearía. La lluvia me estresa. A veces quisiera que me pisoteara. Am Ende wird sie immer verletzt. Charakteristika 2. Es interessiert sie nicht, ob Hunde an ihr schnüffeln. Eigentlich mag sie es sogar. Trotzdem wünschte sie manchmal, sie würden nicht so hart an ihr riechen. Charakteristika 3. In einer Parallelwelt würde sie unter Wasser leben. Sie könnte mit den Fischen befreundet sein. Sie könnte mit den Blubberblasen schwimmen. Und niemand würde auf sie treten. Das ist ihr größter Wunsch. Ultima Charakteristika. Sie liebt es zu tanzen, denn dann fühlt sie den Wind in ihren Haaren. Ich habe vergessen, euch darüber zu informieren, dass die Blume, von der ich euch schon die ganze Zeit erzähle, auch als Wildblume bekannt ist.